herzlich willkommen zum Bundesfinale des Vorlesewettbewerbs. Ein großen Applaus! Die Mikrofone einmal alle anmachen, bitte. Oh, und jubeln! Da jubeln! Hi. Lesen und Vorlesen sind nicht nur toll, sondern es ist auch wichtig, dass wir damit unsere Begeisterung anstecken. Ihr, liebe LandessiegerInnen, habt bewiesen, wie gut ihr vorlesen könnt. Und lasst uns unabhängig davon, wer von euch heute der oder die allerbeste ist, die Buchbegeisterung und Leselust weitergeben. Ich habe direkt am Tag nach dem Finale mir den Livestream mit meinem Vater nochmal angeguckt. Hätte ich auch gemacht. Und da konnte ich es immer noch nicht fassen. Und jetzt habe ich es so langsam gerafft, aber ich finde es immer noch echt krass. Wir achten insbesondere darauf, dass die Kinder etwas lesen und wir das Gefühl haben, ja genau, jetzt die Geschichte, ich habe das genau vor Augen und das genauso möchte ich es hören. Die Vorfreude ist riesig, das ist hier heute eine große Bücher- und Leseparty und das ist es wundervoll, dass wir hier alle gemeinsam sind und das Lesen feiern. Ich weiß, dass das eine große Herausforderung ist, ihr hattet alle nicht viel Zeit, eure Texte jetzt, die ihr bekommen habt, vorzubereiten und das macht das alles nochmal einen Tick schwerer, vielleicht als bei den vorhergehenden Wettbewerben und deswegen haben wir alle großen Respekt und freuen uns auf das, was ihr uns vorlesen werdet. Ich würde euch eigentlich gerne einen Tipp noch mitgeben, weil jemand mal zu mir gesagt hat, wenn man so aufgeregt ist und wenn ganz viele Leute da sind, soll man sich einfach vorstellen, dass alle hier im Publikum und auch die Jury in Schlafanzügen da sitzt. Er erzählte von dem zornigen Rigor, der schon als Trollkind groß wie ein Baum war und so stark und mächtig, dass er niemanden brauchte. Ganz allein lebte er im Finsterwald, dem dunkelsten Wald Norwegens. Ich schlage die erste Seite des winzigen Buches auf. Jemand hat mit einem dunklen und hässlichen Filzstift ein Wort über das Herz, das Kidi für mich gemalt hat, geschrieben. Als ich das Wort sehe, zerbricht etwas in mir. Immer, wenn ich mich zu weit von ihm entferne, zieht mich ein unsichtbares Band zurück. Manchmal schon nach 10 Metern, manchmal auch ein wenig weiter, aber raus schaffe ich es nie. Du bist gar nicht wie diese schrecklich schnaubenden und stampfenden Streitrösser. Du bist viel netter, mehr wie ein Esel. Ehrenwert schüttelte den Kopf und stampfte mit dem Vorderhuf auf. Also nicht wie ein Esel, berichtigte sich Etzel. Ich wollte nur sagen, dass du nicht so groß und wütend wie ein Ritterpferd bist. Das durfte ja wohl nicht wahr sein. Es gab wirklich viele Menschen, die ich toll fand. Ich hätte liebend gern geträumt, in der Haut eines anderen zu stecken. Aber ausgerechnet in der Haut von Erik? Meines durchgeknallten älteren Bruders? Echt nicht, oder? Die Stinkwanzen, murmelte ich matt. Ja, genau, rief Mischa aufgeregt. Ja, das weißt du doch auch noch, dass ich da total durchgedreht bin, wegen dieser Stinkwanzen. Dabei war das eigentlich, weil ich das mit meiner Mutter rausgekriegt hatte. Rose ist weg, sagt Mom. Was? Rose, sie ist gegangen. Wohin denn? Ich habe in ihren Schrank geguckt und sie hat ihre Sachen gepackt. Wir glauben, dass sie nach gegenüber gegangen ist, erklärt Mom mit einer dramatischen Geste, die Dad eindeutig nicht einordnen kann. Ich versuche zu schreien, aber eine große Hand drückt sich fest auf meinen Mund. Keine Angst, flüstert mir ein Mann direkt ins Ohr. Die Stimme erkenne ich nicht. Sie ist viel zu leise. Wer könnte das sein? Ist es einer von Deck B? Ist einer von ihnen hier geblieben? Das kann doch nicht wahr sein! Ich habe Ginger noch nie, wirklich niemals, so wütend gesehen. Ja, ich wusste nicht mal, dass sie überhaupt so sein kann. Er wird uns nicht verraten. Das hat er versprochen, sagt Pepper kläglich. Das Handy hat sie vergessen. Du kennst sie ja. Sie ist ein bisschen verpeilt. Fast konnte ich sehen, wie mein Vater die Lippen schürzte und nickte. Okay, ich bin froh, dass es euch gut geht und ihr einen schönen Nachmittag hattet. Dann gib sie mir doch mal bitte. Ich streckte ihm zur Begrüßung die Hand hin. Doch er reagierte nicht darauf. Unangenehm. Stattdessen zeigte er noch etwas energischer mit seinem Finger auf mich. Mein Enkel? Das war jetzt schon das 3. Mal, dass er das fragte. Offenbar hatte ich meinen Grandpa kaputt gemacht. Kaum, dass ich ihm begegnet war. Was meinte sie mit kaputt gemacht? Er hatte doch alles besser machen wollen. Nein, hör mir zu, Jasmin. Die Leute müssen das über die Fabrik wissen. Sie müssen wissen, dass... Du hast es noch nicht gehört, oder?
Sam nickte und packte ihn fest um die Mitte. Mit dem Daumen schnippte Caleb den Frontscheinwerfer an, drehte am Gas und sie zischten aus der Station in die Dunkelheit des Tunnels. »Kannst du auf die Karte schauen?« rief Caleb, fingerte das Flex von seinem Handgelenk und reichte es Sam nach hinten. »Ich muss mich ein bisschen konzentrieren!« Der Großvater sieht seinen Enkel an, als würde er ihn nicht mehr erkennen. »Junge, soll ich dir mal die Wahrheit sagen?« fragt er. Kai will die Wahrheit nicht wirklich hören, aber Opa lässt sich nicht bremsen. Als ich über den Zaun steigen wollte, hörte ich einen lauten Knall. Sofort strahlte heißer Schmerz von meiner Schulter in meinen ganzen Körper aus. Er versenkte mich wie ein Brandeisen. Ich verlor das Gefühl in den Beinen und sackte zu Boden. Halt! Stehen geblieben! Was haben Sie hier verloren? Es ist Nacht, da hat niemand mehr! Matt nickte Nevo zu, dass er das schon regeln würde. Nevo biss sich auf die Zunge. Dr. Matt und Dr. Nevo. Wollte er das wirklich behaupten? Ich bin völlig geflasht und begeistert von euch. Und hier steht ein Name. Mika Edelhoff. Wow, einen großen Applaus. Mika, du bist der Gewinner des Vorlesewettbewerbs des Bundeswettbewerbs 2023. Ein riesen Applaus für Mika, bitte. Warum gehst du ans Telefon und nicht Lore? Das war eine gute Frage, eine sehr gute Frage. Sollte ich die Wahrheit sagen? Nämlich, dass Oma Lore spurlos verschwunden war? Was würde dann passieren? Papa und Tanja würden sofort umdrehen und von den Alpen bis nach Kleinfunkenweide düsen. Und wenn sie angekommen waren, war Oma Lore wahrscheinlich längst wieder aufgetaucht. Aber es gäbe kein Zurück mehr. Ich müsste mit Papa und Tanja mitfahren und Oma Lore aus dem Rückfenster winken, die immer kleiner werden würde vor ihrem gelben, wunderschönen Haus. Und dann standen mir 2 Wochen Hüttenwanderung bevor, in denen mich jeden Morgen die quietschende Tanja wecken würde. Nein, das musste ich unter allen Umständen verhindern. Es war an der Zeit, erfinderisch zu werden. Zum Glück war ich darin ausgesprochen gut. Ich holte tief Luft. Papa, jetzt komm mal runter. Kein Grund, sich so aufzuregen. Oma hat mich abgeholt und danach waren wir noch ziemlich lange bei... Mist, mir fiel so schnell nichts ein. Bei Tonis Fischbude, weißt du? Warum wart ihr denn bei Toni? Da geht sie doch nicht mehr hin seit der Lebensmittelvergiftung, sagte mein Vater sofort und klang sehr misstrauisch. Hui, das war doch schwerer als gedacht. Ich nahm mein Käppi ab und wedelte mir damit frische Luft zu. Na, der Toni, der macht jetzt auch Eis. Tatsache? Mein Vater klang verblüfft. Ja, weil das mit dem Fisch nicht so gut läuft. Oma hat da schließlich einen erzählt mit der Lebensmittelvergiftung. Ihr musste fast schließen. Aber jetzt ist das ein super Eisladen. Ob ihr mir das glauben würde? Am besten, ich lieferte noch ein paar Details mit. Das machte Glühen glaubhafter. Ich hatte 3 Kugeln. Stracciatella, Vanille und Schoko. Na gut, antwortete mein Vater. Puh. Und warum geht Lore nicht ans Telefon? Das Handy hat sie vergessen. Du kennst sie ja. Sie ist ein bisschen verpeilt. Fast konnte ich sehen, wie mein Vater die Lippen schürzte und nickte. Okay, ich bin froh, dass es euch gut geht und ihr einen schönen Nachmittag hattet. Dann gib sie mir doch mal bitte. Ich erstarrte. Fast glitt mir der Telefonhörer aus der Hand. Was? Stammelte ich. Na Lore, ich wollte noch etwas mit dir abklären wegen der Abholung in 2 Wochen. Verdammt. Mist, verdammt. Mein Herz wummerte ganz schnell. Panisch schaute ich zu Schnorrer, als hätte der eine Lösung. Aber der Kater guckte mir nur gelangweilt vom Boden entgegen und fing dann an, sich am Po zu putzen. Bäh! Pia, bist du noch dran? Ja klar. Also Oma, die kann jetzt leider nicht. Sie ist... Ich guckte zu Schnorrer und verzog das Gesicht. Auf der Toilette. Pause. Ach so, dann sag ihr doch, sie soll mich gleich zurückrufen. Das wird schwierig, weil sie ist... Schnorrer war fertig mit dem Putzen und miaute in meine Richtung. Ja, das war es. Sie ist sehr heiser. Sie hat gerade fast keine Stimme. Ich nickte Schnorrer dankbar zu. Mika, vielen Dank! Mika, herzlichen Glückwunsch. Du hast es dir verdient, du hast es dir erarbeitet.
Und wir haben ja bei Ada schon gesehen, es wird ungefähr ein Jahr dauern, bis du es sacken lässt, bis du das hier realisierst, dass du gewonnen hast. Dann fang am besten jetzt schon mal damit an. Ich hab's immer noch nicht ganz gerafft. Ja, nee, wie gesagt, ein Jahr ungefähr wird's dauern. Aber ey, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Und du kannst verdammt stolz sein. Glückwunsch und dein letzter Applaus, Freunde. Luca, unser Gewinner, Leute.